Mein Name ist Cynthia Matti und das ist meine Geschichte. Ich bin im Bett gegangen und dann die ganze Nacht hatte ich sehr Schmerzen, sehr Beinweh gehabt. Und sie sind immer stiefer geworden. Da bin ich aufgestanden und ich konnte sie nicht mehr bewegen. Sie sind so stief und schmerzhaft gewesen. Und ab da habe ich den Rollstuhl gebraucht. Ich lebe mit MS seit 8 Jahren. Ich war jung, ich war 24 und ich habe Pläne gehabt mit Kindern, mit Arbeit, mit Sport. Mein ganzes normales Leben war alles nachher fertig. Ich habe viel Judo getrieben und ich hatte einen Traum, dass nach Japan zu gehen. Ein paar Monate mit einem richtigen Lehrer aus Japan Zeit verbringen. Ich liebe Kirschblüten. Es gibt mir alt im Leben meine Familie, mein Freund, das brauche ich. Die geben mir viel Kraft. Ich habe Adrian kennengelernt, wenn ich schon im Rollstuhl war. Das Schlimmste in dieser Krankheit ist, denke ich, die starke Müdigkeit. Ich schlafe sehr viel, fast 15 Stunden pro Tag. Wenn ich nicht mehr geschafft habe, habe ich mich sehr nutzlos gefühlt, weil ich auch keinen Plan mehr hatte. Und dann fühle ich mich ja total nutzlos. Ja. Meinen Tod werde ich selbst bestimmen. Ich will nicht so wie ein Gemüse leben in einem Bett. Ich will nicht, dass meine Familie auf mich schaut. Wenn es Zeit ist, dann werde ich mein Leben beenden, wenn ich will. Das Tod ist einfach befreien, schmerzfrei. Ich war immer ein Rebell. Entweder kämpfe ich oder leide ich. Und mein Ziel war, ich kämpfe und ich lebe weiter. Ich nehme mein Leben in Hand und nicht die Krankheit nimmt mich das Leben. Ich habe einen Sportart gesucht und auf Internet geschaut, was für Sportart im Rollstuhl gibt. Und dann ist Rugby gekommen. Dann habe ich Rugby gespielt im Rollstuhl. Aber die Ärzte haben nicht so Freude gehabt. Dann habe ich Parabadminton gesehen und die Leute und das Team kennengelernt und bin sofort süchtig geworden. Jetzt bin ich im A-Kader bei dem Schweizer Team. Das Parabadminton gibt mir sehr viele Ziele, große Ziele. Es gibt mir Mut. Es kostet mir viel Kraft, aber es gibt mir viel Kraft zurück. Der Sport hat mein ganzes Leben verändert. Auch sozial. Durch den Tag schlafe ich viel, die Leute arbeiten normalerweise. Und dann einfach der Sport. Mein größtes Ziel ist Tokio 2020. Das sind die Paralympischen Spiele. Das Land Japan begleitet mich seit meiner Kindheit. Wenn ich für Paralympische Spiele in Tokio qualifiziert bin und ich schaffe, dort zu gehen, dann werde ich mich auch den ganzen Rücken tätowieren mit einem Kirschbaum-Tattoo. Ein Kirschbaum kann man fast nicht kaputt machen. Es kommt ganz viel Schnee drauf. Es bricht nicht, es kommt wieder zurück. Und das ist so sehr sensibel, aber sehr atemberaubend.